Vorlage beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung der Landeshauptstadt Dresden. Und da ist eine Wortmeldung. Herr Aschenbach, bitte schön. Muss ich auf irgendwas drücken? Aber heute kann ich noch nicht. Vielen Dank. Jawohl, jawohl. Hallo. Die Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung der Landeshauptstadt Dresden. Oder herzlich willkommen zu Retten, wie geil ist das denn? Menschen retten, das ist fein, nicht alle, das ist klar. So fiel die Petition, Dresden zum sicheren Hafen zu machen, leider Corona und Desinteresse zum Opfer. Kein Grund zu verzagen oder untätig zu bleiben und Menschen einfach verrecken zu lassen. Denn wie die tapfere Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung eilt, tatütata, die Partei herbei und sammelt Spenden für die Dresdner Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline. Und die Partei verdoppelt jede Spende. Der, im Gegensatz zur Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung, unseriösen Parteienfinanzierung sei Dank, können wir für jeden an uns gespendeten Euro 2 Euro an Mission Lifeline spenden. 2 Flüchtlinge zum Preis von 1. Wie geil ist das denn? Als wäre Aschenbach, das und Herr Aschenbach, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn wir das Thema des Tagesordnungspunktes, die Rettungsdienstgebührensatzung, nicht verlassen würden. Wenn Sie das für Ihren kurzen restlichen Beitrag berücksichtigen, ist das in Ordnung. Geben Sie mir noch 32 Sekunden und ich bin fertig und die Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung wird nicht zu kurz kommen. Als wäre das und die Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung nicht genug des Guten, nehmen wir damit das Geld SPD, CDU, Grünen, FDP, Aftern und Sarah Wagenknechts Partei weg. Lauter gute Gründe und seien wir doch ehrlich, so billig kommen Sie selten davon. Schon gar nicht mit der Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung. Ich freue mich sehr, dass meine dissidenten Fraktionskollegen ihre heutigen Sitzungsgelder spenden. Vielleicht nehmen sich ja noch andere ein Beispiel und machen das Sinnvollste, was man mit Geld machen kann, Leben retten. Also spenden Sie mit, denn es gibt 2 Flüchtlinge zum Preis von 1 und meine Zustimmung zur Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung gibt's gratis dazu. Frohe Weihnachten. Weitere Wortmeldungen sehe ich zu diesem Tagesordnungspunkt nicht. Doch, da kommt eine, Herr Maloney, bitte. Wir bräuchten einmal etwas Strom auf dem Mikro. Jetzt? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich mache es gleich von hier aus. Ich möchte mal die Fraktion des Herrn Aschenbach noch mal daran erinnern, dass diese Fraktion selbst ja immer darauf hinweist, dass man Sitzung möglichst straff halten muss, Corona, bla bla bla. Aber es reicht offenbar immer noch einen völlig sinnfreien Beitrag, der nichts mit dem Tagesordnungspunkt zu tun hat, hier nochmal vom Stapel zu lassen und damit unser aller Zeit zu verschwenden. Und ich möchte nochmal an die Sitzungsleitung appellieren, bei sowas zukünftig härter und, sage ich mal, auch effizienter durchzugreifen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Maloney. Ich denke, wir ziehen das jetzt nicht weiter in die Länge. Sie werden aufgrund meines Einwurfs gesehen haben, dass ich bereits darauf reagiert habe. Ich finde das auch in einem gewissen Maße sehr ärgerlich, dass das regelmäßig auch vorkommt. Ich denke, wir werden das im Ältestenrat auch entsprechend noch mal ausführen.
Ansonsten, glaube ich, sollten wir die Beschlussfassung über diesen Punkt und damit die Abarbeitung der Sitzung jetzt nicht durch geschäftsordnendes weiteres Geplänkel in die Länge ziehen. Aber vielen Dank für den Hinweis, den ich inhaltlich teile. Ich komme dann zur Abstimmung und rufe den Bericht des federführenden Ausschusses auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? 55 Ja. Dies ist bei 55 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt worden. Vielen Dank.